Hallo Leute, mein Name ist HotzST und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner 10. Folge des Kajak-Wildwasserführers durch Griechenland. Mit einem Basislager in Plaka am Arachthos ist das nächste Tal nach Osten nicht weit. Es mag zwar ein Weilchen dauern, bis man dort ankommt, der Achelos ist aber zweifellos den Abstecher wert. Dies ist ein weiterer langer Fluss, von dem wir nur den Standardabschnitt ab der Staumauer gepaddelt sind. Obwohl es einen Damm gibt, wurde der Fluss nie aufgestaut und das Kraftwerkprojekt wurde nie fertiggestellt. Den Einstieg erreicht man über einen Kiesweg runter zum Achelos nach dem letzten Tunnel vor dem Damm. Die erste Hälfte bis zur Brücke von Korfi ist einfaches Wildwasser mit herrlicher Wasserfarbe. Von hier an steigen die Schwierigkeiten, aber bei dem niederen Wasserstand nicht um viel. Wir hatten etwa 12 Kubikmeter pro Sekunde. Wahrscheinlich war es mehr die bevorstehende Scala Gurrelinga, die am Nervenkostüm zehrte. Die Schönheit der Landschaft nimmt noch zu, wenn sich der Achelos quer durch horizontale Gesteinsschichten schneidet. Direkt inmitten der Scala Gurrelinga, die schwieriger sein mag bei höheren Wasserständen, liegt das verlassene Kraftwerksgebäude links in den Fels gehauen. Hat man die Brücke unterhalb des Kraftwerks hinter sich, sind es nur noch ein paar Kilometer zur neuen Brücke von Trepna, wo wir ausbooteten. Auf der Straße ist diese nicht einfach zu finden, da der Weg über Neben- und unbefestigte Straßen von der Hauptstraße her führt. Aber die Koordinaten sind wie immer unten in der Beschreibung als Hilfestellung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Like und ich sehe euch in der nächsten Folge.